Also ich muss ja schon sagen, für 23 Kilo Gepäck trägt sich der Pyrox schon echt gut, muss ich wirklich sagen. Also für mich ideal. Aus Rinde. Ein kleines Dach. Ist aber nicht mein Spot. Zu meinem Spot gehen wir jetzt. Ja, Freunde, hier bin ich an meinem Spot. Das ganze Zeug hier habe natürlich nicht ich aufgebaut. Ich habe das irgendwann mal zufälligerweise entdeckt. Glaube ich auch nicht aktiv. Also hier ändert sich nichts, wenn ich hier immer herkomme. Also glaube ich, dass derjenige oder diejenigen, die das aufgebaut haben, hier auch nichts mehr machen. Und ja, Freunde, ich werde mein Zelt aufschlagen. Es fängt an zu regnen und ich brauche dringend einen Kaffee. Und natürlich, das nächste Flugzeug ist am Start. Echt heftig jetzt wieder. Alle Minute, würde ich sogar sagen. Jede Minute ist hier ein Flugzeug jetzt. Nicht so schön, aber was will man machen in Deutschland? Ne? Es ist hier halt keine Wildnis. Die Zeiten sind hier vorbei. Freunde, Zelt aufbauen, Kaffee trinken.
Freunde, Setup steht, Wasser kocht schon auf dem Optimus 8R. Das Video kennt ihr ja, wenn ihr es nicht kennt, schaut auf dem Kanal vorbei. Optimus 8R, so ein Retro-Benzinkocher. Hier hinten seht ihr es schon von Lightfighter, das Fido 1 AI. Geiles Zelt in Multicam aus den USA. Hat zwei Eingänge, also ich kann auch auf der anderen Seite jetzt rausgehen und habe mir das Ganze hier schön gemütlich abgespannt. Hier gibt es leider keinen Fixpunkt, keine Schlaufe. Habe ich jetzt einfach einen Knoten reingemacht in das Zeltmaterial und habe mir da eine Schnur durchgefädelt. Hat auch funktioniert und wie ihr seht, ist das Ganze jetzt richtig schön gemütlich. Man kann sich hier drunter setzen. Es regnet gerade ganz leicht und richtig geil. Den beleuchteten Olight Tracking Stock habe ich auch dabei. Da werde ich mir heute Abend dann gemütlich Licht anmachen. Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal ins Zelt rein, denn ich habe heute auch wieder mein Quilt dabei. Drehen wir gerade mal die Kamera um, zeige ich euch. Hier ist das gute Enlightened Equipment Quilt in AOR2. Hier wird eingestiegen. Hab das jetzt hinten noch zu, also wie eine Art Schlafsack, zugemacht. Man kann es natürlich auch aufmachen. Mal sehen, wie kalt es heute Nacht wird. Ich denke, ich werde es aufmachen müssen. Das Quilt geht bis minus 1 und ich denke, heute Nacht werden es höchstens 10 Grad. Und ja, richtig cooles Teil. Habe ich noch nicht so lange, aber sehr, sehr geil. Macht Bock. Und ja, da gibt es dann auch irgendwann nochmal. Da gibt es dann irgendwann auch nochmal ein Video dazu, wie ich denn Quilts finde. Und das Ganze werde ich auch mal ein bisschen vergleichen. Quilt versus Schlafsack. Ist es berechtigt? Ist es nur Quatsch? Deswegen, ich wollte das Ganze mal testen. Ich bin ja Team Schlafsack. Aber wenn man so einen YouTube-Kanal wie ich betreibt, dann sollte man sich auch in irgendeiner Form auch weiterbilden und nicht nur, weil man Schlafsack-Fan ist, dann das dabei belassen. Deswegen wollte ich das auch mal testen, damit ich auch da ein bisschen Ahnung habe von und das auch mal probiert habe, so ein Quilt. Und ja, das mache ich aktuell. Also ich bin aktuell nur noch mit Quilt unterwegs, dass ich da auch ein gutes Feedback mal geben kann, was ich denn persönlich besser finde, Schlafsack oder Quilt und so weiter. Freunde, ich trinke jetzt mal einen Kaffee. Freunde, an der Stelle gibt es ein bisschen Werbung und zwar für Holy Hydration. Gibt es jetzt ganz neu, richtig geil. Es ist kein Zucker drin, kein Koffein und dieser Beutel hat nur 20 Kalorien. Ich bin nicht so gut im Werbung machen, habe das Ding schon leer getrunken, aber es schmeckt geil. Und mein Favorit aktuell, Strawberry Kiwi, richtig lecker. Könnt ihr im Probierpaket bestellen und wenn euch dann eine Geschmackssorte besonders gut gefällt, könnt ihr euch ein großes Pack davon kaufen und finde ich richtig gut. Es gibt auch noch Holy Energy und Holy Eistee. Eistee ist geil mit Eiswürfeln und trinke ich aber meistens nur mittags vor 2 Uhr, weil ich dann später meinen Kaffee trinke, weil ich halt ein Kaffeetrinker bin. Das wird immer so bleiben, egal ob es da jetzt einen geilen Energy Drink gibt oder nicht. Aber wenn ihr Bock auf so einen Energy Drink habt, könnt ihr euch auch holen. Da ist ein bisschen Grüntee-Extrakt drin und nochmal eine andere Art von Koffein. Schaut es euch einfach mal an und finde ich richtig geil. Ist kein
künstlicher Scheiß drin. Natürlich ist da Stevia, Süßstoff drin und so, aber das finde ich noch in Ordnung. Besser auf jeden Fall als irgendwelche Energy Drinks, die euch krass aufpushen, wo viel Zucker drin ist. War ich noch nie ein Freund von, habe ich natürlich auch mal getrunken, aber sowas finde ich richtig geil. Und vor allen Dingen mein Favorit, Holy Hydration, diese kleinen Packs hier für draußen. Richtig geil, wenn man halt mal Bock hat, zwischendurch außer Wasser auch mal was Geiles mit Geschmack zu trinken. Und ja, ideal. Gutscheincode und so blende ich euch ein. Schaut bei Holy vorbei und jetzt geht's weiter. Vor lauter Filmerei habe ich vergessen, auch mal was zu essen. Bis auf den Schokoriegel. Und Frühstück hatte ich heute gar nichts. Jetzt gibt es erstmal hier Linseneintopf. Und dann will ich mit euch an so eine Lichtung gehen. Wir haben jetzt schon 8:30. Eine Stunde ungefähr haben wir noch Licht. Aber mal gucken, was wir draus machen können. Aber ich muss erstmal was essen jetzt hier. Und dann geht es weiter. Vielleicht sehen wir ja ein paar Tiere, ein paar Rehe. Wildschweine denke ich nicht, aber habe ich auch schon hier gesehen um die Uhrzeit mitten auf der Gasse. Kommt auch vor. Schauen wir mal. So, Freunde, Zelt und Sachen lasse ich zurück. Hab mir noch mein 2,99 Lidl Fleece angezogen. Zwar ein bisschen zu groß an den Schultern, aber für 2,99 kannst du ja nichts sagen, oder? Ist echt nicht schlecht, das Teil. Bisschen beige, bisschen schwarz. Kann man machen für 3 Euro. Ja, jetzt gehen wir mal vorne an die Lichtung. Da versuche ich dann mal irgendwo das Concamo Tab aufzuspannen. Fernglas habe ich auch hier dabei. Das gute Vortex. Und vielleicht traut sich ja was auf die Lichtung. Mal gucken. Schau ich das mal an. So sehen hier die ganz normalen Wege aus. Ist alles nass. Und weil ich das ja wusste, habe ich mir natürlich Wechselsocken mitgenommen, weil ich unbedingt diese Schuhe anziehen wollte. Wie schlauer Kerl. Und da vorne ist ein Baumstamm und über den kommen wir auf die Wiese auf der anderen Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich diesen Baumstamm alles nass, ob ich diesen Baumstamm nutzen sollte mit diesem Schuhwerk. Wo ist er?
Freunde, ich hatte gerade das Handy rausgeholt, um mal durchs Fernglas zu filmen, einfach so. Und dann höre ich die ganze Zeit irgendwas links von mir. Und das Handy war schon draußen und schon im Videomodus. Und dann kommt hier 3 Meter neben mir, kommt ein Fuchs durchspaziert, schaut kurz aufs Tarnnetz und geht weiter, ganz entspannt. Ey, so geil. Und da vorne ist er noch. Ja, war doch geil. Kleiner, kurzer, geiler Ausflug. Und ist noch alles da. Hat keiner was geklaut. Und Freunde, jetzt habe ich noch ein schönes Bier hier stehen. Ist das nicht schön? Ist das nicht geil? Jetzt setze ich mich hier schön drunter. Wir können ja mal Folgendes machen. Prost, Freunde. Wir sind Seven vs. White. Staffel 4 ist an dieser Stelle damit ganz offiziell bestätigt. Ja, so wie kann ich euch schon mal sagen. Und vorab gebe ich euch ein Versprechen. Diese Staffel, Staffel Nummer 4, wird mit Abstand die härteste, die es je gab. Ach, ist das herrlich gerade. Flugverkehr eingestellt, haben jetzt ein Flugverbot. Ich habe meine Ruhe. Die Tiere sind auch am Umherstreifen ums Zelt. Und ja, mal sehen, ob es hier heute Nacht ins Zelt regnet. Denn diese Ecke, die ich abgespannt habe am Vorzelt, die muss man eigentlich jetzt schließen, damit es hier nicht reinregnet. Habe ich mir aber so gedacht, nee, ich gehe lieber morgen früh hier aus dem Moskitozelt raus und setze mich unter das Vorzelt oder das Vordach, was ich da abgespannt habe, anstatt das jetzt ordentlich wieder zu schließen und dann morgen früh das wieder abzuspannen. Mal gucken, ob ich diese Entscheidung bereuen werde und ob es mir heute Nacht hier alles voll regnet. Aber ich denke, so schlimm wird es nicht. Mal gucken, schauen wir mal. Ja, jetzt habe ich mir eben gerade noch die Seven vs. Wild Staffel 4 Ankündigung angeschaut von Fritz. Bin ich ja sehr gespannt, wenn er sagt, dass er die härteste Staffel garantiert. Staffel 2 und 3 fand ich ganz okay. Fand die Teilnehmer nicht so gut bei den beiden Staffeln 2 und 3. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Leute teilnehmen, die sich auch damit beschäftigen. Natürlich so ein paar normale Leute okay. Aber ich finde es bei manchen Teilnehmern einfach ein bisschen zu viel. Aber das ist halt auch nur meine Meinung, ne? Für viele ist das sicherlich interessant und die haben ja auch eine große Community, diese ganzen anderen Leute, die Streamer und Co. Kann ich also schon nachvollziehen, dass man da ein bisschen Reichweite mit generiert. Aber ich denke auch, dass es an der Zeit ist, dass da mal ein paar Profis teilnehmen dran, ein paar Experten. Man munkelt ja auch, dass Survival Deutschland damit teilnimmt in der 4. Staffel. Bin ich mal gespannt. Auch der Austragungsort
vielleicht Australien oder so oder irgendwie so Richtung Malaysia oder so. Irgendeine Insel da. Bin mal gespannt. Dschungelmäßig vielleicht sowas, ja, kann ich mir auch vorstellen. Also wenn er sagt, er garantiert, dass es die härteste Staffel wird, dann kann es ja eigentlich nur Dschungel sein, weil es gibt eigentlich, glaube ich, nichts Härteres als Dschungel zum Überleben. Neben der Wüste vielleicht noch, ja. Also Dschungel und Wüste, glaube ich, sind die härtesten. Oder wird es vielleicht kalt, aber die Zeit passt nicht. Naja, ist alles schon hart, wenn man das so berücksichtigt, was die da alles so machen. Aber gut, das sind nur so meine Ideen. Ich fände es auf jeden Fall, wie gesagt, geil, wenn da mal ein Profi oder Profis teilnehmen. So ein paar Experten an Bord. Und ja, lassen wir uns überraschen, was da kommt. Ich werde es auf jeden Fall wieder schauen und hoffe, dass das auch so eine Staffel wird, wo man dann sagt, wo man sich wirklich wieder auf die Folgen freut. Dass eine neue Folge kommt und man die dann schaut. Bei Survival Squad zum Beispiel war das so bei mir. Das habe ich sehr gerne geguckt. Es war echt eine coole Geschichte, weil es halt auch mal wieder was ganz anderes war. Und ja, bin gespannt. Staffel 4 wäre geil, ja, dass man wieder sagt, oh geil, neue Folge, schaue ich mir an. Dass man auch die Folgen komplett schaut und dann nicht so viel, sag ich mal, Bullshit dabei ist. Aber gut, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Gut, Freunde, ich mach mal langsam die Augen zu, glaube ich, noch ein bisschen am Handy rumgucken. Und dann ist aber auch Schluss und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Macht's gut. Morgen, Freunde. Kaffee ist gut. Die Nacht war nicht so gut. Nicht so gut geschlafen, war irgendwie ein bisschen schwül. Und heute Morgen um 5 sind auch schon die ersten Flugzeuge wieder gekommen. Und dementsprechend nicht so gut geschlafen. Gibt dann später noch ein Nickerchen zu Hause. Und dann passt es wieder. Ich brauche unbedingt mal ein neues Kopfkissen. Beziehungsweise ein größeres. Das Carinthia Reisekissen ist ganz geil. Benutze ich auch gern beim Fliegen. Und habe das jetzt auch immer draußen benutzt. Aber ich glaube, ich brauche langsam mal ein bisschen was Größeres, Kuscheligeres, sage ich mal, was gemütlicher ist. Das rutscht mir immer weg auf der Isomatte. Und dadurch ist man dann die Nacht irgendwie immer beschäftigt mit Kopfkissen verschieben. Und ja, das stört mich aktuell oder stört mich schon längere Zeit. Aber es ist halt auch nicht so störend, dass ich mich darum gekümmert habe. Aber ich glaube, später, wenn ich nach Hause komme, schaue ich mal nach guten Kopfkissen. Natürlich kann man da auch ein T-Shirt nehmen und sich da Sachen reinstopfen oder einen Packsack nehmen. Aber das war für mich auch nie zufriedenstellend. Also wenn ihr Kopfkissen-Empfehlungen habt für draußen, dann gerne her damit. Denn ich bin noch nicht angekommen bei den Kopfkissen. Ich brauche da noch ein gutes. Also Freunde, ich trinke mal meinen Kaffee leer und werde dann auch mal mein Frühstück essen, mein Müsli. Und ja, wir sehen uns. So, Freunde, ab geht's nach Hause. Hier sieht's aus wie Sau. Ganz viele Bäume umgestürzt. Das Video hat mir richtig, richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Hat alles wieder gepasst irgendwie. Auch das Wetter fand ich ganz geil. Und ja, ich will mich gar nicht lang. Will gar nicht viel labern. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert ordentlich, liked das Video. Teilen ist auch immer erwünscht, einfach in WhatsApp reinhauen, euren Kollegen schicken, Freunden, was auch immer. Und dann könnt ihr das auch schauen. Ihr supportet den Kanal,
Algorithmus ist nicht auf meiner Seite, das wisst ihr. Und dementsprechend bin ich darauf angewiesen, dass ihr den Kanal gut supportet. Also Freunde, hat mir Spaß gemacht. Demnächst gibt es wieder Bikepacking-Content. Ich habe mein Fahrrad in die Werkstatt gebracht, wenn ich es noch nicht erwähnt habe. Und ja, es wird auch wieder geil. Freunde, ich habe Bock. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Ciao.